Hallo und herzlich willkommen. Jetzt könnte es anscheinend vielleicht klappen, weil wir haben hier irgendwie Besuch bekommen, keine Ahnung. Tatsächlich, die töten die hier. Ich hasse es, dass der Atem immer nicht automatisch angehalten bleibt, ne? Boah, ich bin so eine Haltet die Fresse, okay, das Spiel. Haltet die Fresse, okay? Es riecht mich gerade richtig auf. Also das, ganz ehrlich, ich muss schon sagen, dass das, Schützpunkte einnehmen seit, Far Cry 4 eigentlich gar keinen Spaß macht. Das muss ich so sagen. So. Da haben wir einfach die Zarquad 3, da hat das einfach viel besser gemacht. In jedem Kackloch hier sind irgendwo Tiere unterwegs draußen. Du kannst einfach nicht ungestört da rumlaufen. Und du musst immer deine scheiß Munition selbst auch kaufen. Das ist so nervig. Ja, doch, will ich schon. Töte die einfach, ist mir jetzt egal. Hä, das wie die Kurat verschieden wir gestern drüben. Oh, jetzt ist doch Geiselname, nicht Kurat. Postenmeister? Nein. Klinik der offenen Herzen? Nein. Nicht doch alles gar nicht. Machen wir denn jetzt? Baraniles Texturen. Ja. Gibt es eigentlich noch eine Festung? Paganmins Festung. Tatsache. Was machen wir denn jetzt? Komm, machen wir die bewaffnete Eskorte, dann kriegen wir doch, glaube ich, sogar eine spezielle Waffe, ne? Ja, doch. Einzigartiges. Nee, das war Karma-Level. Das war der Rang. Wo kriegen wir das dann nach? Ah, hier die Predator. Naja, okay. Nein, du bist kein Star. So. Ach, ist das schön hier mit den Bergen. Yaks oder wie die Dinger heißen. Ich glaube, das sind Yaks, ne? Aber trotzdem überall Tiere, das ist immer noch so nervig. So. Es sind auch einfach zu viele. Besonders in der Nähe dieser Stützpunkte müssen die weg. Ja, trotzdem sind auch so viel zu viele Tiere eigentlich. Also das kannst du eigentlich nicht zu machen. Nee, wir sollten hier. Hier. Verhütungsmittel. Was soll ich denn machen? AJ, wir müssen einen Krankenhausvorrat von Verhütungsmitteln und medizinischen Tests in Nurse Bordelles smuggeln. Kannst du den Truck beschützen? Wären Waffen nicht der bessere Schutz? Ja, aber die bekämen wir niemals an der Army vorbei. Ich schicke dir den Standort. Ja.
Okay. Und wieder zurück. Warte ich mal. Das Auto ist bestimmt schneller. Weil ich dafür auch nur wieder zurücklaufen muss, ey. Ist doch nicht normal hier. So, Kondome. Was braucht man auch schon mehr im Krieg? Außer Kondome. Da bist du ja. Bist du nüchtern? Ach, ist doch egal, du fährst ja nicht. Kletter oben auf den Truck, dann können wir los. Am Truck ist ein Granatwerfer. Angriff ist die beste Verteidigung, oder? Ja, aber... wieso besoffen? Ja, ja, schön. So. Die Explosionspfeile haben wir schon mal. Die Situation ist kompliziert. Der goldene Pfad kann nicht einfach die Bordelle zumachen. Die Brücke ist gesperrt. Ich sehe eine Abkürzung. Eine Abkürzung, ach so. Haha. Die Pfeile sind schon echt nicht schlecht. Einige werden verkauft, einige arbeiten sich in Nurs Organisation hoch, tun alles, um zu überleben. Nur schickt die besten Arbeiter raus, um noch mehr zu rekrutieren. Für einige Menschen ist das die einzige Perspektive. Oh, hi. Ja, ein Auto. Sorry. Ja, mach mal, mach mal. Oh, oh. Ey. Oh. Was? Jetzt muss ich mich heilen. Ich will doch nur den Wagen reparieren. Kein Problem. Ja, was ist mit dir? Ich will nicht sterben. Das verstehe ich gar nicht. Ja, ja. Dass der die Waffen immer so auswechselt, obwohl ich eigentlich nur die Waffen wechseln will, ne? Die Ausrüstung haben will, meine ich. So. Munition mitnehmen. Die Typen looten. Hier noch kurz. Ja. Das ist, weißt du, auch nicht so, ob das jetzt gemacht wird oder 15 Minuten. Meine Güte, im schlimmsten Fall kriegt halt einer Hartz IV, wollte ich gerade sagen. HIV. Oder zwei. Ne, einer davon hat ja schon. Achso, das ist ein Forst. Ich dachte, das wäre ein Typ. Naja, sie sehen ja fast gleich aus, ein Fass und ein Typ, ne? Wir werden verfolgt. Echt? Oh ja, stimmt. Oh. Oh. Oh oh. Na toll. Andere gründen eigene so. Nur beschützt sie und bekommt dafür einen Anteil am Gewinn. Prostitution ist keine Schande, aber es ist unsere Pflicht, die zu beschützen, die ausgebeutet werden. Ja. Prostitution ist keine Schande. Ist das nicht mein Satz? Ich glaube, da sind wir, oder?
Okay. Was? Okay. Das wollte ich so gar nicht wissen. So. Was ist hier jetzt? Was ist los? Oh, 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 oh. So. Tu das nicht, Mann! Doch, hab ich. Oh nein, ein Bär. Na egal. Ach, guck mal, wir sind doch fast da. So, die Predator habe ich jetzt. Verkaufen. Ne, Munition war das. So. Und ich sende auch noch ein paar Sprengpfeile, er kauft die ja nicht von selbst. Nee. Ein Skatiges. Was ist denn jetzt an der Predator so gut? Ein M7. Leuchtete Optik, erweitertes Magazin, schicke Lackierung nehme ich natürlich. Die ist allerhand besser als meine derzeitige. Es ist zwar ohne M700 schallgedämpft, aber ich weiß nicht, was die für einen Vorteil hat. Ehrlich gesagt. Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich dieselbe Waffe, aber egal. Also, was? Corporal Sens fahrbarer Untersatz streikt. Er muss ihn reparieren. Na toll. Ein Rebell des goldenen Pfades konnte das Fahrzeug eines Kommandeurs sabotieren, sodass diese eine Werkstatt in der Nähe aufsuchen musste. Eliminiere den Kommandanten diskret, nimm sein Unmerk und lass, wenn möglich, die Leiche verschwimmen, mach ich. Hab gehört, du brauchst schnell Hilfe. Ein Attentat, ja. Die Zielperson wird ihren Truck reparieren lassen, also haben wir nicht viel Zeit. Ich markiere die Werkstatt auf der Karte. Du musst dich ranschleichen und ihn unentdeckt ausschalten. Das kann ich machen. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Ja. Ah, eins noch. Versteck die Leiche, wenn es geht. Wir brauchen so viel Zeit wie möglich, bevor sie ihn entdecken. Oh, nimm ihm die Hundemarken ab. Sonst noch was? Ist ja nix, was die wollen, ey. Nix. Was ist denn jetzt schon wieder? Hier ist Harvey Ray Rana von seiner Freistür. Wisst ihr, was mich so richtig ankostet, Leute? Ich bin richtig sauer. Tut mir leid. Tut mir leid. Normalerweise ja. Habe ich ja gute Laune, aber das kotzt mich an. Was denn? Ach, die Medien mal wieder. Ja, die Medien. Oh, ich muss hier. Ja, natürlich berichtet Pergamin nicht über seinen eigenen Bürgerkrieg. Das wäre auch ein bisschen dämlich. Ich stehe gar nicht, wo das Problem ist. Oder eher, wo das Unerwartete ist. Wahrscheinlich die passende Ausdruck. Oh. Also irgendwie war das ja schon bewusst, aber auch unbewusst. Keine Ahnung. Ach, der ist es. Dann ist er tot. So. Ja, das ist echt hier die Frage. Ich darf gar nicht entdeckt werden. Ach so.
Ja, das ist ja nix. Eigentlich aber ziemlich offen und dass der auch noch dahin kommt, obwohl er weiß, aha. Da wurden ja Menschen getötet. Ja. Frage ist, wie viele sind da noch? So, ich hätte jetzt ziemlich Angst an deiner Stelle. Nein, du machst es eigentlich schon richtig, aber... Na toll. Ist da noch jemand? Hört sich nämlich nicht so an. Okay. So. Dieses unbemerkt aus dem Zielgebiet entkommen ist auch immer so eine unnötiger Zusatz, oder? Eigentlich. So. Will doch die Leiche haben. Wohin? Wohin packt der die denn da? Ach, einfach hinter die Ecke, da fällt ja nichts auf. Ist ja natürlich, hier liegen über Leichen, aber das hinter der Ecke ist top. Stop! War nicht so schwer. So, krieg ich dafür irgendwas? K-Rupien. Ja, Kyrat-Rupien-Bonus ist jetzt nicht so. Ist das ein Karma-Ereignis? Jo, ist es. Dach! Ich helfe! Wie kann ich helfen? Indem ich einen Typen töte. Ja, ist das nicht was? Meine ich doch. So. Was? Ja, gut, ist er. Als ich doch ankam, war das doch schon quasi gewonnen. Naja, ich mache einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also bis dann und tschüss.